den fucking Loading Screen. Und ihr werdet die God Vane persönlich sehen. Ich habe einfach nur einen Silberrahmen, weil das passt zum Icon, zum Summoner-Icon. Gegen Krishans passt überhaupt gar nicht. Wir starten natürlich mit einem Doris Blade. Im Leben nicht. Krishan in der Mitte spielt seinen berühmten Ezreal. Man darf ja nicht mehr AP Ezreal sein. Er startet Doris Wing, what? Ja. Nicht mehr Doris Blade? Nein, ich habe ein neues Bild Gott. Gekauft. Er hat ein neues Bild gekauft. Mona Lisa. In 13x13. Ich hab auch ein neues Bild. Relic Shield 4 Pots. Jo. Macht geliebt Labu. Und 4 Brownies. Das ist das Beste. Aphromu. Den After 8 hast du eingepackt, wa? Schau doch auf Aphromu, wo wir dieses Video wahrscheinlich sehen. Oreo-Kekse. Oreo-Kekse. Und. Das ist eine Rolle, er kriegt 4 Stück Mini-Packung. 2. Was ist Jihad? Ah! Ah, der Invade! Der Invade! Oh. Go! Ah. Ja! Was für? Ja! Ja! Was ist mit Diamant? Oh mein Gott! Go! Fuck. Was denn los, ihr Lappen? Der Flash war worth von mir. Was denn los, ihr Lappen? Ihr könnt euch ankacken. Was ist mit den Spastis da, Alter? Wollen die nicht mal gehen? Morgana. Hallo. Okay, auf geht's. Leute der Sonne. Oh mein Gott, das ist Kite Leon. Go for the Stun Patriot. Go for the... Oh mein Gott, Zed. Dort. Jo, was ist hier los? Mit dem weiterkloppen, Alter. Weiter, immer ja. Weiter. Aram, let's go. Ah nein, der E kommt. Will kein okay. Alpha Strike. Die wollen den Red Clown. Was ist denn los Farm. Mit dir? Ja, die sind aber hartnäckig, ne? Ja, Mann. Ja, die wollen den Red unbedingt. Kriegen die aber nicht. Klampinos. Harris mich doch, du Bitch. Pantheon soll ja einfach wegsmeiden, der Idiot, ey. Du kriegst einfach die S jetzt. Auch für deinen. Vielleicht Stress? Ich habe übrigens Lifesteal-Ruhm wieder. Jo, kloppt die mal kaputt, Tadde. Was denn los? Ja, ich bin schon dabei. Zack. Ich meine, die ist noch nicht tot. Wir haben die im Jungle. Die. Nicht Wookie, Makuki. Oh mein Gott, war das der. War das hier? Ich mach dir den Low. Jetzt go for den Shark. Warte. Oh! Die Relic Shield Mechanics. Lol, der Hook, der ist voll zur Seite gerutscht, hast du das gesehen? Wie der so rüber gerutscht ist? Ich hab Tab gedrückt. Aber ich guck's mir gleich in dem Video nochmal an. Gut, dass ich so richtig schlecht im Last-Tippen bin. Eigentlich ist der gar nicht so gut, der Set. Bis jetzt. Ja, es ist aber auch Krishan Azuriel, das ist einfach CX mit dem Herz. Ja, das darf man auch nicht vergessen, ey. Nicht dich fest. Hallo. Das tut doch schon ein bisschen weh. Jetzt mal Promo spielen, was los? Was? Holz 5? Nee, Bronze. Was von dem? Bronze 1! Wenn du den Hook triffst, ne, und scheiß. Nee, du, ich flash mich in ihr Gesicht. Wenn der Hook trifft, dann stirbt die direkt. Ich kacke auf den Hut, Alter. So ein Kringelhaufen, weißt du? Oh! Die! Alter, ist doch gay mit seinen scheiß Schatten. Nein! Ich bin so gut im Last. Ein bisschen mehr Damage hier, weißt du? Last Hit das Vieh! Oh!
zu Sven. Ey, ich hab immer noch, bin immer noch full life und ich hab immer noch einen Keks in der Tasche. Was ist mit dir? Flügelfrau, komm mal her. Lass mal back hin auf live. Ach, come on, Alter. Oh mein Gott, wir haben live gleichzeitig gesagt auf meinem Video. Das ist so gut. Renn weg, Pantheon. Wichtig. Dass ich das jetzt erwähnt habe, versaut den kompletten Moment zwar, aber. Ja, schmeiß doch, Morgana. Schmeiß doch, du kleines Kind, Alter. Ja. Rinderbraten mit Wurstwasser. Tschüss, Messer, by the way. Ach ja, ich muss ja was zum Video sagen, ne? Wieso? Damit, beim ersten Mal Backin haben wir direkt einen Sidestone fertig, das rote Trinket und Schuhe. Und damit einen Vision-Vorteil gegenüber Morgana. Wieso ist das gut, Tadde? Wieso ist das gut? Ezreal? Do you need a map? Schamaul? Pass auf, zack! Was ist mit deiner Scheiße? Ich flieg doch mal Ratten hinterher, weil sich das lohnt! Motherfuckers! Fuck! Ah! Minions! Ja, das war jetzt nicht worth, aber. Doch! Hätte ich den Condemn rausbekommen, oh mein Gott! Ich hab Angst, dass er je von hinten kommt. Warte mal, Moment. Ich hab fucking. Okay, never mind. Yo, fett, jetzt krieg ich auch noch eine Ulti auf. Auf. Billig! Boah, der Set hat ja nichts mehr. Ja, Christianator G spielt gegen G. Ist zu Christianator Ezreal geworden. Und tschüss. Ich geh mal kurz in die Mitte. Ich war mal kurz Mitte. Ja, das war voll gut, ja. Alter. So. Und damit sind wir 7 Minuten 30 in-game. Bitte, 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 bitte. Oh! Heute läuft alles. Heute läuft alles, Alter. Nur nicht die Nase. Nur was ich sagen wollte, wir sind 7,5 Minuten in-game. Und okay. Wir sind als Thresh schon 005. Das bedeutet, wir haben jede Menge Gold in der Tasche. Gold in der Tasche und live, ihr kleines Fläschchen. Whoop! So, jetzt gehen wir nochmal satt back. Und uns die legendäre. Und der Vermeid, die Caitlyn kommt. Also kriegt sie aufs Maul. Ja, dass die Mistratte schon so viel Lifestyle hat. Dann nehmen wir doch die Wave doch nochmal mit. Ach, nevermind. Yo, Platin 1 Morgana auf jeden Fall gut, wichtig auf Player, Alter. Vayne, der God of Life. Ich hab gesagt, meine Vayne ist die beste. Ups, das war ein Scheißplay. Oh! Sollte tot sein. Yes. Okay, hier kommt. Das kommt direkt die Box raus. Nevermind. Das bringt nichts. Achso! Wow! So worth! Aber dadurch nein! Dadurch konnte Morgana dich abfollowen, deswegen war es doch worth. Die Beste! Holy, 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 holy. Nein, die XP nehme ich doch noch mit. Ich habe zwar keinen Keks mehr, Z ist in der Mitte. Und damit haben wir freie Bahn auf der fucking Botlane. Er trifft den Condemn und. Oh mein Gott! Dodge den Q! Und jetzt kommt die Caitlyn. Das ist einfach Neko, will sich die nächste Abreibung holen, weil fucking Ben fucking Blue Buff hat. Es geht weiter in dieser Lane. Backgame ist nicht möglich. Ich will aber, weil ich zwei Autotext brauche und ich bin tot. Dann heil dich! Wie? Mit deinem Relics Shield, du Vogel, Alter, was ist mit ja, Items ausnutzen? Ja, ist immer zum Last Hit. Hier! Und da! Hook! Was? Was?
Jetzt gehe ich aber endgültig weg. Ihr könnt mich alle am Sack lecken. Egal wie groß die fucking Wave jetzt ist, ich komm nicht. Okay. Holy shit, Alter. Sorry? Ja. Mach es worse. Ist worse. Schon jetzt. Was ja, holt er das Brutalizer oder was? Oder was holt er sich? Oh, der Headshot Neko! Oh mein Gott! Hier rausgebaitet of life, ihr kleines Bläschen. Dann holen wir uns doch mal. Radagon siehst. In before G kommt und ich sterbe, aber egal, 3000 Gold. Ja, der war top lane. So schnell kann er nicht. Warte mal, ein Pink Ward? Wo sind sie? Da sind sie. Der ist ja richtig. Zack. Dann bauen wir uns da mal, you know, einen Ruby Crystal hinterher. Nein! Das war so knapp. Lag. Meine ich. So knapp meine ich Lag. Caitlin abuse das, ich mute sie. Die wird auf jeden Fall reported. Für Abuse von Lag. 10-1 Van. 11 Minuten. Das ist Minutenfarm fast. Und G ist in der Mitte. Jürgen, ich hab Blade fertig. Was los? Was los? Bitte los? Tanne? Komm, treff den Kuh. Was ist denn los? Die könnte Bot kommen. Ob sie Tuttles Arsch in dieser Folge bekommen, unsere Helden sind weiterhin auf der Reise. Oh mein Gott, sie machen Drake! Draco Malfides. Ja, dann gehen wir nochmal dahin, ne? Ja, was ist denn los? Nevermind. Oh, Morgana kommt Mitte. Ja. Wer hat denn diesen Unsinn gecallt? Zack, erstmal ein Turret gesnackt, wa? Yo, Z, du bist gerade. Black Shield. Das würde ich damit sagen. Außerdem war das gerade eben extra gemacht, weil wir haben den Blue Buff jetzt ein bisschen vorher. Sauber, der war richtig gut, Morgana. So, jetzt ist Lane-Vorteil. Caitlyn ist alleine und ist mega eingepusht. Das tut das bedeutet weh. Für uns, wir diven doch mal. Was ist mit ihrer Scheiße? Geben drei Mitte, vier Mitte. Wir nehmen einfach die Lane, weil es cool aussieht. Ja, und du tankst Tower, weil es cool aussieht. Weißt du warum? Ding. Erstens, ich hab Blue Buff und Lifesteal und deshalb kann ich nicht hoch Lifesteal. Rede mit der nächste. Der nächste fucking Mal ein! Heißt doch wenigstens den Turret da unten ein, Alter. Die ja, gehen machen wir doch! Durch. Was ist? Ja. Hier, nimm den Turret, Christian, steck dir das Geld in. Ein Pink Wars. Das bedeutet, warte, 30 Gold für dich. Ups. Und jetzt kommt die ganze Sippe auf die Botlane und will unnormal gefilzelt werden von uns. Ich hab nämlich alles ab. Ich hab Ulti, ich hab Exhaust. Nice. Ach ja! Nice Drehautotext. Ist doch gay. Jo, hau rein. Ja, und never mind. Ich bin raus aus der Scheiße. Oh mein Gott. Ich hab's geblockt. Kalte, Exhaust ist drauf. Yes. Worth. So Christian, Gott, nimm doch endlich die Tower, mein Gott. Okay, das Game gerät langsam aber sicher außer Kontrolle. Ja, wir haben versucht auszuweichen. Und damit werden wir jetzt unser Tower verlieren auf der Bot. Worth. 2 für 1 und Tower. So was von mir. 12 Kills gegen 1 Tower, das ist auf jeden Fall worth. So, sie werden jetzt. Schaffen wir dieses Game noch zu throwen? No, du hast das Geld noch bekommen. Ja, Mann. Für den dicken. Das sind, wie gesagt, die Relic Shields und damit meine ich Targons Spuren. Und damit meine die Caitlin hat gewordet, da machen wir doch glatt mal das Trinket weg. Wir gucken uns jetzt die Thresh Mechanics an für Tuttle. Er hat den Wort jetzt geklärt. Das hilft, denn. Oh nein, nice. Wird der hat geschält. Jo,
Der Busch ist nicht gewordet. Der Busch ist nicht gewordet, das weiß Tuttle. Er hat sehr gut aufgepasst in diesem Game. Folgenden Vorteil bringt uns das. Vision-Vorteile. Sehr, sehr richtig. Tuttle hingegen hat den Busch gewordet. Das bringt uns folgenden Vorteil. Vision-Kontrolle. Wieder mal. Und hier sollten wir auch mal ein Wörtchen reinstellen. Haben gesagt, wir getan. Das bringt uns. Vision-Vorteile? Nee, nicht Vision-Vorteile, sondern Vision-Kontrolle. Vorteile, ja, und die Hitbox gut. Ist auch sehr, sehr broken. Vorteile sind gut, Kontrolle ist besser. Ups, das war nicht gut. Nope. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht geblockt habe. Und ich der nicht mein Face auf dem Maul. Geblockte Vogel. Nein, ich hab's nicht geblockt. Die Caitlin Ulti hat mich getroffen, oder? Ja. Ja, Maul. Ja, Tuttles Schuld. Und dieser Kill gibt uns Vision Kontrolle. Toplane verliert. Und normal. Ist. Nein, 0-0, aber wird halt eingepusht. Und der Yi kommt nicht mehr auf die Botlane, weil er gerade am Tor gefistet worden ist von uns. So. Dieses Video heißt übrigens How to Vision Kontrolle. Wir sehen, wir haben, einen, doch mal den Kuh. Wir haben Vision Controller am Blue Buff durch den Ward, gut platziert von Panther oder Christian oder Quinn, auf jeden Fall nicht von mir. Ach ja, die Lantern, die ist für irgendeinen. Ja, Farmer. Die Last jetzt mit Thresh, so easy. Zack. Zack. Da werfen wir doch mal einen Blick drauf. Und jetzt werden wir gefistet auf dem Weg dahin. Bugs, wen spielst du? Ich spiele Vayne. Mein koboldartiger Freund. Ey. Nein, das war nicht ganz wie geplant. Ich habe übrigens okay, Videos ich auf komm doch Account mal doch Mitte, gemacht. Ne? Da komme ich doch mal Mitte und guck mir das. Mammut. Oh mein Gott, guck mir das Spektakel mal an. Von der Oriana. Kann jetzt einer, die von hinten angewichst kommen? Wäre sehr richtig. Der Blondschopf im Fußballtrikot rennt dort weg. Ja, sie ja. Versucht da zu entkommen, wirklich. Allerdings kommt Morgana, flankiert ihn. Kann der Blondschopf, ja, der Blondschopf dodgt. Sehr schön gemacht. Vom Stürmer, von der Nummer 10, Ezreal. Vom Team Holzbeinkiel gegen den ersten FC Süder Bravo. Das war ein sehr gutes Play von Blondschopf, dem Propheten der Finsternis. Profit Solution alias Dimitar Pave. Ja, 10 auf 12-4 auf jeden Quinn, Fall. Lauf doch nicht weg von der Laterne. Nevermind. Kant hatte den Fight Turn. Dies und viele weitere Sachen findet ihr in der nächsten Folge von Super guter Spieler auf. Und jetzt kommt der Wukong. Und Vayne ist Geschichte. Ich konnte Wukong nicht condemnen, weil er gedecoyt hat. Außerdem kam da der Flash. Jo, Pantheon. Nimm nicht die Laterne. Du könntest ja wegkommen. Ja, wie immer. Ja. Gehen wir mal. Wir sehen jetzt das Duell zwischen Blondschopf und. Er geht da rein. Wird Zed ist außen und wir sehen Iceborne Gauntlet Rush auf Ezreal, auf nicht AP Ezreal. Oh mein Gott, Tuttle! Gib ihm Face of the Mountain! Gib ihm Face of the Mountain! Okay, gib ihm nicht Face of the Mountain. Zu so spät, ja, aber ich hab den. Spring rein mit Face of the Mountain, du hast Face of the Mountain. In den Dings. In dem. Scheiß W von Zed. Rein geflashhookt, Alter. Um Krishans Arsch zu retten. Ja. Alter, diese beiden Hurenkinder, ne? Die sind die ganze Zeit zusammen da. Und guck, wie sie aufrennen. Da kommt jetzt der Chi, da kommt der Alpha Strike. Da kommt der Alpha Strike und das ist unglaublich. Das ist der Kill! Das ist der Kill! Ein sehr gutes Video war das. Da wäre die Krabbenschere des Todes gewesen. Ich gehe einfach Double Phantom jetzt. Einfach, weil. Ne? Maul. So, weil die so viele Leute haben, die AD sind, dann kaufen wir uns doch mal glatt. Geht unser lieber Tadel auch Double Phantom in unser Bild? Auf jeden Fall. Und natürlich Alacrity Boots.
Okay, G, wir werden jetzt mal gucken, was deine Mutter mit deiner Zeugung alles falsch gemacht hat, du Mistkind. Ja, und der... Okay, ich wollte schon sagen. Ich dachte erst, der ist nicht condemned. Nein! Das ist der Drake? Der Drake ist gone. Er hat gefailsmited, dieser Notenbastard. Er wollte mir den wegsmiten. Hat's nicht geschafft, weil ich bin GG Vane GG. Eskalante! Dieses Video wurde präsentiert von Dimitar Pev. Oh mein Gott! Das war ja nice. Der Hook über die Wall, die Lantern zum Mitkommen und das komplette Team wurde vernichtet. Zack. Dieses Video wird unterstützt von Product Placements von Bomben. Das bedeutet zwei Tower für uns, wir pushen die Botlane raus und sind raus. Locker das Game. Deren Blue Buff da? Beim Checken. Nein. Damit fliegen wir über die ganze Karte. Noch eine Quick Wave für den Second Phantom Dead Save Live. Sie machen Baron natürlich. Den Creep hast du auch bekommen? Hab ich auch, wirklich. Ich weiß, den nicht. Aber den. Damit gehen wir mal back. Und sie haben Baron. Und holen uns doch einen Giant Belt. Automatisch direkt verloren. Was uns sehr freut. Denn wir wollen das Game ja nicht, oder? Gehen wir nun wirklich Tack. Double Phantom Dance? Haben sie Armor? Nein, haben sie nicht. Also whatever. Dann holen wir uns doch mal Sunfire Cape. Weil wir immer mitten in der Scheiße drinstehen, wollen wir auch ein bisschen Schaden austeilen. Das Whisper brauchen wir auch nicht. Alles Quatsch, High Edge. Ja. Ups. Wieso gehst du nicht einfach direkt all in so ein schönes Barret Team? Weil ich gerade Bock hab. So, rest in peace, Mr. Pantheon. Never mind. Oh my god, the great escape. The great man drop. Oh, ich bin raus. Ach was, ja, ey. Du bist tot. V mit V. Okay. Die wollen keinen Thresh unterm Tower Dive, in der Ulti hat. Das ist böse. Wir haben jetzt einen unserer Kameraden leider verloren. Unseren Spartaner. Zack. Da wird die Kel hinterm Tower gegrabt. Und damit sind sie zu low. Wo sie Nash haben. Ja, und das ist einfach die Godwain. Der auferstandene Teufel. Es ist Master G von hinten, der Exhaust auf den Kopf kriegt. Und einfach zerfistet wird. Gibt er gleich den Face of the Mountain, wenn der Zed kommt? Nein, wenn der Zed kommt, ich fiste den um automatisch. Der ultet mich und stoppt selber. So passiert das. In der Welt der Titanen. Oh. Und damit bist du am Arsch, Äffchen! Damit bist du am Arsch. Oh, das war ein ziemlich böser Damage. Ich bin auch am Arsch. Oh mein Gott, Christianator! Ja! Yeah. Christ! Meine Damen und Herren, Christianator! Das ist deiner Scheiße, Alter! Wieso hast du Mehlscheiß?
Weil das Spiel sowieso scheiße ist. Meister macht Spaß, gegen Diamond 5 gegen in der Mitte zu zocken, Alter. Ja, ich hab gestern auch gegen Diamond 5 Ken Toplane gespielt und unnormal weggefistet. Ja, vielleicht kannst du das Spiel auch einfach besser als ich. Nein. Ich würde niemals behaupten, dass ich besser spiele als Christian Hartung. Der Christian Hartung. Ach ja, wir haben vergessen weiter zu kommentieren, Max. Und Maul, da ich als... Maul. Abracadabra, Simsalabim. Da unsere Vayne jetzt fett genug ist, haben wir unseren Job erledigt als Support. Easyste Scheiße. Spazieren immer wieder. Jetzt kommen die legendären Fünfer-Boots. Und hucken einfach mal den G weg. Zack. Und. Das ist der Disrespect? Yeah, let's go for the Baron. It's not spawned yet, but let's. Die Morganas. Oh, Caitlyn. Let's fucking go, man. Never mind. Was ist Caitlyn? Kaliber 50. Du Maul, Alter. Du Stecknadelkopf. Oh. Dragon. Was ist mit Dragon? Du meinst Rocket. Dragoon. User joined. Nein! Fuck, ich bin am Arsch! Du bist am Arsch! Arsch! Du bist am Arsch! Du bist ja, nicht am Arsch! Hast du Flash bitte? Presse. Hast du Q für die Golems? Go! Q! Dieses Game ist einfach zu gut für uns alle. Jo. Wir sehen, dass Zoidberg den Raum betreten hat. Ja, sehen wir. Es handelt sich hier um ein sehr konzentriertes Spiel, ohne viel Jux und Tollerei, sodass wir mit klarem Verstand dazu seid ihr in der Lage, dieses fucking Spiel kämpfen. Wo man sich einfach mal fragen muss, was denn wohl los sei. Ja, rein. Nice, Morgana. Ich hab die Lenente an ihn geschmissen, konntest du ihn nicht klicken? Ich war im fucking Binding. Deswegen frage ich dich. Ja. Weißt du? Also, ich war im fucking Binding. Ja, off live. Im Binding of live. Of live. Oh, ich wurde outplayed. Vom Decoy. Never mind! Ja, du Mistratte, du. Dachte die links nach der Seite. Dann klatschen wir erstmal den G zu Brei, denn er weiß gar nicht, was mit ihm geschieht. Er hat geflasht und rennt wie Forrest Gump durch den Wald. Ich fick den Nutter. Oh. Der Tech Move in den Busch rein. Noch in diesem Busch. Worth, 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 worth. Worth. Es ist Christianatos Late Game G-Build. Und damit meine ich natürlich sein Late Game Ezreal-Build.
Was ein schönes Game. Mit Tuddle. Geht einfach auf Twitter, @tuddlelol. Der gar nicht existiert. LCS Big Place. Und schreibt uns eure persönlichen Neko Kuka Big Plays, ne? Mit Tuddle auch. In dieser Folge zum Beispiel. Nein! Du verfickter Affe Mogli, komm mal her, du! Du kleiner Splasher, Alter, du kriegst jetzt richtig die Krabbenschere in dein Gesicht, ey. Und du stirbst. Ja, das war richtig gut. Von Quinn. Oh. Kann unser Held Christianator im Hotshot. Oh, Christianator! Sie nennen sie ihn nicht umsonst Christianator. Ich glaube. Duck. Ihr hättet mich niemals töten können. Okay, Morgana geht auch Damage, aber satt Damage. Hier, ich zeige gerade das Morgana Bild, was von Tuddle, dem GOD auf Support, auf Life, als satter Damage bezeichnet. Nur für unsere Zuschauer im so. Ausland. Sonjas? Nur für unsere Zuschauer im Ausland, Tuddle, the God of Life, of Support. Just said that Morgana got a Zattes AP damage killed. Der Set of Life ist un. Guck mal, ich auto-tag einfach auf dem Wort nebenbei. Was ist denn los? Und Wukong macht Drake. War auf jeden Fall gerade dran. Ah, wo bist du, Wukong? Bist du hier drin? Okay. Komm mal ran auf den Meter. Bitch. Zack. Oh, der war so knapp, der Grab. Nein, warum bist du nicht zu mir gegangen? Weil ich hatte keine fucking Vision. Außerdem, wieso sollte ich zu dir gehen? Weil ich. Ich hätte mich vor dich hingestellt. Ich hätte Alter, die Kugel... dieser Set! Mistkind. Ja, Pantheon kriegt jetzt aber Minion-Aggro. Und ich auch. Nevermind. Fuck. Was ist mit Quinn? Was ist mit Quinns Scheiße? Okay. Face went Quinn. Button try hard.